Okay, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Fafnir Night, Etrian Odyssey 2 Untold. Ja, wir müssen erstmal noch hier in den Renovating Shop hinein, bevor wir ins Dungeon wieder können. Und in der letzten Folge gab es einen kleinen Übersetzungsfehler, da hieß es ja dieser Apicius oder Apicius, ne, dieser weltbekannte Koch. Ja, der ist ja leider schon verstorben. Passing Away heißt ja nicht einfach nur verschwinden. Und dann hat es natürlich auch Sinn gemacht, dass da steht, oder stand, Ages ago, also schon Jahrhunderte. Ja, und er hat halt bei seinem Tod auch alle seine Rezepte irgendwie verschlüsselt, quasi so gesehen mit ins Grab genommen. Und unsere Aufgabe ist es, diese Rezepte zu entschlüsseln und die notwendigen Zutaten, die in diesen Rezepten vermerkt sind, aufzuspüren, damit wir eben einfach hier ein paar leckere Gerichte zubereiten können, damit eben dieser Ort mal wieder ein Ort des Tumultes sein wird. Eine kleine Touristenattraktion, wenn man so möchte. Ja, und deswegen gehen wir hier auch mal zu Regina, die ist ja schließlich die Leiterin dieses Ducal-Restaurants, Yggdrasil Cuisine. Oh, it's you. I just finished the preparations. Ja, und die hat immer noch diesen, ja, leicht harschen Ton. Klingt immer noch ein bisschen angepisst. Kann mir nicht helfen. Und sie sagt, oh, ihr seid es. Mensch, ich bin dann gerade fertig mit den Vorbereitungen. Wow, this is exquisite. Ja. Did you do all the decorating here yourself, Dame Regina? Ach, wie Ariana leibt und lebt. Sie findet natürlich wieder alles super klasse. Sie guckt ja und sagt, manche Orte ist alles so exquisit hier. Hast du es alles alleine dekoriert, liebe Dame Regina? Just Regina is fine. Don't think of me as the minister's granddaughter. Und sie sagt gleich sofort, ja, es ist okay, wenn du Regina zu mir sagst. Behandle mich bitte nicht wie jetzt die Tochter vom Minister. Of course, Dame Regina. I look forward to a long and fruitful partnership. Und sie sagt wieder Dame Regina. Aber natürlich, Dame Regina. Dame hört sich auch an. Damn. Könnte auch heißen, verdammte Regina. I look forward to a long and fruitful partnership. Ja, sie guckt in die Zukunft für eine lange und fruchtvolle Partnerschaft. Ach, die Ariana. Ja, sag mal, hörst du mir überhaupt zu, Ariana, mein Kind? Ja, natürlich. Wieso? Ist irgendwas? Ah, sheesh. Oh. Jetzt wendet sie sich zu uns. Hey, Ida, was ist denn mit der? Wenn sie schon zuhört, kapiert sie es auch irgendwie? Ja, wir sagen, I'm sure she understands in her way. Ja, auf ihre Art und Weise hat sie es ja kapiert, na klar. Es ist halt Ariana, es ist Ariana. Da hilft doch einfach nur über den Kopf streicheln und sagen, ja, mein Kind, alles wird gut. It's going to be a bumpy road ahead. I'll just give in. You don't seem entirely happy with your status. But don't let a simple term of address get under your skin. Okay, das wird schwierig. Also, er sagt gleich, Mensch, du siehst aber nicht gerade sehr glücklich aus mit deinem jetzigen Status. But don't let a simple term of address get under your skin. Unter die Haut gehen, verstehe ich nicht. Aber lass nicht eine simple, ja, Term of irgendwas, sondern eine Frist. Of address, Anrede. Vielleicht meint er das in Bezug auf Ariana, dass sie sich jetzt nicht von der niedlichen, kindlichen Anrede, der simplen, ja, weiß ich nicht, beeindrucken lassen sollte. Wobei Beeindruckung ist das falsche Wort. Vielleicht nahegehen, dass sie das eigentlich nicht so ernst nehmen sollte. Wahrscheinlich schon, wird wohl irgendwie so gemeint sein. Aber Bertrand, wieso sprichst du so komisch? That's not exactly it. I just want to make it clear to you that here I'm nothing more than a chef. Okay, und sie sagt, ja, das ist ja eigentlich nicht wirklich das, was du da sagst, Kollege. Ich will dir einfach nur klar machen, dass ich nichts mehr bin, hier zumindest, als irgendein Chef. Hey. Oh, Chloe. Hey, Miss Blondie is a chef. So, can you cook game, poultry, tasty meat? Und sie fragt sofort, ob sie Essen kochen kann. Das ist eine Küchenchefin, natürlich. Und sie sagt, I guess so. Where is this coming from? I can do a lot more than just meat dishes. And my skills aren't too shabby, if I do say so myself. Und sie sagt, okay, sie würde sich selber so einschätzen, dass sie ein bisschen mehr kann als einfach nur irgendwelche Fleischgerichte. Oh, oh excellent. I do my best to help you, Mrs. Chef. Also die Chloe, die hat auch irgendwie ein Ding an der Waffel. Wieso sagt die nicht einfach irgendwelche Namen? Die sagt immer hier, die nimmt immer irgendwelche Gegenstände oder irgendwelche Sachen, die wir gerade machen und gibt uns anhand dessen irgendwelche Namen. So wie Mr. Bow, Mr. Sword und Mrs. Chef. Oh. Seltsame kleine Magierin. Ja, und Regina, na, okay, nehme ich mal so hin, alles klar. Darfst mir ruhig helfen, natürlich. I'll try harder to match. Oh, Ariana, sie ist wieder da. I will do my utmost as well, so Dame Regina, what would you have to ask first? Ja, sie fragt, was sollen wir denn als erstes tun? Sie will auch helfen. My beliefs, the minister told us that your task is to obtain ingredients from the labyrinth and to decipher the recipes. Ja, kennen wir auch schon. Wir sollen schließlich die Zutaten holen und die Rezepte entschlüsseln, ja? Regina sagt,
Yes, that's right. First two, I'll give you a copy of the recipes that have already been deciphered. Okay, sie hat schon ein paar Rezepte, die bereits erziffert wurden. Die gibt sie uns jetzt. Western Food 1. On you guys for ingredients, all right? Was? Okay, sie zählt auf uns. I want you to go and obtain ingredients for me to make coffee. Kaffee? Ey, das ist ihr übelster Spezialitätenrestaurant. Und was will sie? Sie will, dass wir Zutaten sammeln für Kaffee? Geht's noch? Das ist doch keine Aufgabe für uns. Oh. Coffee? Huh? Sounds good. I ended up drinking a ton of coffee when I had to study for exams. Da wär's bestimmt kein normaler Kaffee. Huh? Wait. Can coffee beans even grow in this kind of climate? Er fragt sich aber, Kaffeebohnen, wachsen die überhaupt hier? Naja, wahrscheinlich nicht hier, sondern im Dungeon. No. Afraid not. That's why Apicius created this recipe to recreate the taste even in places like Hylagards. Okay, und genau deswegen hat eben dieser allwissende Apicius ein Rezept entwickelt, dass wir eben auch an Orten wie diesen Kaffee genießen dürfen. Ich übrigens, ich hasse Kaffee. Ich verabscheue generell auch irgendwelche Muntermacher an Getränken. Erstens schmeckt Kaffee nicht. Dann trinke ich auch sowas wie Red Bull überhaupt gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum die Leute das machen. Das ist genau wie Rauchen. Also Rauchen tue ich auch nicht. Und Kaffee, kennt ihr das? Ich meine, ich bin ja auch wie jeder andere normale Mensch auch. Irgendwann hat man angefangen, im Kindesalter das den Erwachsenen gleichzusetzen. Man guckt so und sieht, oh, Papa trinkt ja Bier, koste ich mal. Deswegen trinke ich auch kein Bier. Das hat einmal eine Erfahrung gemacht und nie wieder. Dann Zigarette, oh, Papa raucht ja. Und einmal nicht hingeguckt, habe ich es auch geraucht und ich fand das ekelhaft, ekelhaft. Und da frage ich mich, wie kann man denn anfangen mit Rauchen, wenn man als Kind gemerkt hat, das ist schlecht, ich verstehe es nicht. Ja, der gute alte Gruppenzwang wahrscheinlich, aber ich sag mal, bei mir damals noch zu Gummizeiten, da hat mich ja auch keiner gezwungen. Also die fanden es immer alle cool, dass man nicht geraucht hat. Und ist das nicht eher der Trend? Dass man machen kann, was man will? Ich meine, oder ist Rauchen noch sowas wie cool? Naja, das mal nur so nebenbei. Und irgendwie ist es wie bei Kaffee. Habe ich auch mal gekostet. Auch durch meine Mutter damals. Und fand ich auch schrecklich. Ich habe es getrunken und, Alter, ekelhaft. Ich hätte kotzen können. Und das sind so Sachen, warum fängt man eigentlich damit an? Komisch, oder? Genau wie mit Alkohol. Habe ich auch nie getrunken. Bis irgendwann ich mal angefangen habe, diese Pop-Up-Getränke auch nur zu mir zu nehmen. Weil damals, wo noch meine erste Freundin, da, ja, das irgendwie sehr spaßig fand, mich dazu zu bringen, auch mal diese Sachen zu trinken. Da muss ich zugeben, die haben geschmeckt. Weil die Sachen haben ja nicht nach Alkohol tatsächlich geschmeckt und der gewünschte Zustand, der blieb dann natürlich auch nicht aus. Ja, wenn das nicht damals gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich auch kein Alk trinken. Aber ein Laster muss ja der Mensch haben. Oh, da habe ich mich hinreißen lassen. Oh, es tut mir leid. Jetzt habe ich aus der Vergangenheit gequatscht. Was brauchen jetzt die Regina hier? I need two ingredients. Rye and sugar beet. I'd like you to find some for me from the labyrinth. Rye? Keine Ahnung. Sugar beet. Aber wo zum Teufel sollten wir denn das im Dungeon finden? Wahrscheinlich irgendwo im zweiten Stratum oder so. According to the recipe, blending these two ingredients together creates a drink that's identical to coffee in taste and scent. Okay, aber wenn wir die beiden Sachen haben, dann ist es wohl tatsächlich komplett identisch mit dem Kaffee, den wir kennen, in Geschmack und sogar Geruch. Oh my! To think that one can brew coffee without coffee beans. Oh, it's amazing. I would like to try some, by all means. Ja, und sie will unbedingt das ausprobieren. Und Regina sagt, natürlich. Of course. I plan to do my best to reproduce Apicius cooking. Naja. I thought you can find rye on the first floor and sugar beets on the second floor. I'll be counting on you. Haben wir schon mal rye gefunden? Kann mich gar nicht dran erinnern. Okay, aber eins am ersten, das andere im zweiten, das kriegen wir hin. There's also one more thing that I should probably explain to you. It's not a big deal, but... Okay, also eine Sache gibt's noch, die sie uns erklären möchte. From now on, I'll take responsibility for storing any ingredients you find in the labyrinth within the ingredient storage. Okay, alles was wir jetzt finden, sammelt sie für uns? In irgendeinem Lager? Die Frage ist, wenn wir es einmal gefunden haben, hat die es dann für immer oder müssen wir das tatsächlich, ja, auch so oft farmen?
wie wir es auch benutzen oder die das eben auch vielleicht nutzt, um daraus ein paar Sachen zu machen, wie Kaffee. Na, werden wir ja später sehen. Don't worry about too much. Just stop by after you've gotten some ingredients. Machen wir. Okay, wir sammeln jetzt ein paar Sachen. Was? Hier nochmal der Hinweis. All ingredients you find in the level will be automatically stocked in ingredient storage when you drop by the cafe. Okay, aber hier steht nichts von der Anzahl. Also es klingt so, als wenn wir es einmal nur haben müssten, dann kurz hier vorbeischauen und dann ist es damit auch automatisch abgespeichert als Zutat, die zukünftig benutzen darf. You can use the ingredients there to work on new recipes for the cafe. Ach, wir können selber rumprobieren? Ein bisschen was zusammenmixen? Ach, cool. Oh, tatsächlich? Was ist denn hier los? Dish Development? Okay. Select Develop Dishes after bringing back rye and sugar. Dann können wir selber Sachen entwickeln. Ach, cool. You have a moment? You have a moment? Oh, I almost forgot. I need you guys to think of a name for this place. Oh, wir müssen uns einen Namen ausdenken. Oh, Mist. Bin doch unvorbereitet. I want something good. Memorable. It's going to be the first thing people see when they come to the cafe. You got it? Ach, scheiße. Was sollen wir denn machen? Ich meine, das siehst du doch schon hier. Yggdrasil Cuisine, The Duca Restaurant. Ja, was nehmen wir da jetzt? Naja, also ich möchte jetzt hier auch nicht ewig lange rumrätseln. Ich habe jetzt einfach hier Café Lagar genommen. Oder Lager. Einfach von High Lagarde abgeleitet. Ich weiß nicht, ob das passt oder eine gute Idee ist. Ist mir auch komplett egal. Aber ich finde, zumindest optisch sieht es nicht so schlecht aus. Wenn das jetzt stehen würde außerhalb, so schön Café Lagar, wenn man es endbetont, finde ich es okay. Ja, jetzt könnte ich natürlich hier nochmal eins zurückgehen und hier nochmal ein A dran knaspern. Café Lagar. Sieht aber blöd aus. Ja, nee, dann mache ich das wie vorhin. Einfach hier mit einem Leerzeichen. Damit kann ich leben. Ja. Es ist tatsächlich akzeptabel. Und wir sind im Café Lagar. Doch, sieht gut aus. Ich muss sagen, jetzt, wo ich da dieses Symbol sehe, ne, vom Küchenchef die Mütze und daneben Café Lagar, das klingt schon, klingt gut. Da habe ich nichts dagegen. Aber wir haben ja leider nichts, was wir developen können. Okay, let's hear it. Oh, was ist denn hier? Rye and Sugar Beet. Haben wir das schon? Ne, wir haben es noch nicht. Ach, dann ist Rye Reis wahrscheinlich. Okay. Und Sugar Beet. Was ist ein Beet? Ich kenne Wheat. Na egal, kann ich ja nochmal nachgucken. So, Rye haben wir ja schon. 3, Sugar Beet haben wir 1. Ach, wir können es sogar schon herstellen. Echt jetzt? Ach, cool. Was? This time you will make High Lagar Coffee. However, you do not have the necessary ingredients. Get the ingredients, return here and select develop dishes. Ach, wir brauchen 3. Rye und 1 Sugar Beet. Da steht nur da, was wir halt brauchen. An Zahlen. Und woran sehe ich, wie viel ich habe? Gar nicht. Von das kostet 74, ist ganz schön teuer. Also für einen Kaffee, ey, wenn ihr euch mal überlegt, das Ding kostet 74 Geldeinheiten. Ey, eine Waffe, eine Peitsche oder ein Schwert, die anfänglichen Gerätschaften, die kosten ja auch schon alle 100. Das heißt, Kaffee ist genauso teuer wie irgendein Schwert. Das eben ich lache. Na egal, Flavio meldet sich zu Wort, er sagt, wow, the recreation of lost recipes sounds like a job worth doing. Ja, klingt so, als ob es genau das auch wert ist, dass wir uns dann diese Aufgabe angenommen haben. Ja, what would you say? I wonder what kind of food there is. What a pain. Ja, entweder finden wir es komplette Katastrophe oder wir sagen, ja, ist ganz interessant mal zu gucken. Ja, ich muss sagen, ich find's auch interessant. The recipes are supposed to be from a long time ago. Maybe they have some weird cooking tricks we've never heard of. Na, das kann natürlich sein. Er hofft sich, dass sie irgendwelche coolen Kochrezepte oder Tricks halt sehen und lernen werden, die man noch nie so gehört hat vorher. I bet Midgard's Historical Reproduction Department will be really happy to hear about this kind of stuff. Ja, und er sagt, ja, Midgard's historische Reproduktionsentwicklungsstätte wird bestimmt sehr, sehr erfreut darüber sein. Was immer diese komische Stätte auch ist. To recreate this, we need rye and sugar beets. Mrs. Blondie said, we can find rye on the first floor and sugar beets on the second floor. If we can't find it in the labyrinth, should we look for them in place? This we can mine, take and chop? Ja, da hast du vollkommen recht. Yes, a fine idea. Let us first look for a suitable place to search for those ingredients. At once, that is coffee and yet not coffee. Oh, that's so funny. I'm very curious as to its preparation. And how it might taste.
Ja, auf der einen Seite ist es Kaffee, dann ist es aber doch nicht Kaffee. Oh Mann, ich bin so gespannt, wie es wohl schmecken wird. Ja, dann mache ich hier auch nochmal einen kurzen Schnitt, denn wir sehen uns dann gleich wieder, wenn wir im zweiten Gebiet sind. Ich werde hier die Taking und Shopping und Mining Points nochmal abgrasen im ersten Gebiet und dann gehen wir direkt hoch ins zweite Stratum. Oder, naja, wobei, ist bestimmt der falsche Begriff. Wir sind, denke ich, immer noch im ersten Stratum, aber auf der zweiten Ebene. Naja, egal. Bis gleich. Okay, das war ein sehr, sehr kurzer Schnitt, denn ich habe festgestellt, ich kann ja da gar nichts abgrasen, sind ja noch grau unterlegt, also sind noch die ganz 24 Stunden um. Na egal, was soll's, gehen wir doch direkt mal ins zweite Gebiet, na klar. You have completed your map of the first floor and found the stairs up. The floor jump feature is now unlocked. Okay, wir können jetzt von Floors zu Floors einfach springen. The floor jump feature allows you to skip past any floor you have completed the map for. Okay, wenn wir eine Karte vervollständigt haben, können wir diese Funktion auch benutzen. Since you have completed the map of, ja, 1F, floor jump for the stairs before you is now available. Ach, da können wir echt dahin springen und müssen nicht endlos langlaufen und latschen. Ach, ist ja cool. From here on, you may instantly travel to these stairs from all floors where the floor jump has been unlocked. Da, floor jump. Notice how the stairs before you have changed in appearance and color on the touchscreen. Naja, da ist irgendein gelbes Symbol an den Ecken. Das sehe ich ja. Touch the golden stair icon. This indicates that the floor jump feature is available. Touch the stairs to warp directly to them from anywhere. From anywhere. Ach, cool. Also by touching the golden stair icon next to the floor list, you can floor jump to the stairs you last used on that floor. Okay. Ja, wir können hier wirklich hin und her springen. Ach, ist ja cool. Da ist auch ein Symbol dran, hier da oben. Seht ihr das? Diese goldenen Symbole? Since the floor jump feature of each floor is unlocked with precise mapping, be thorough when drawing your maps. There are other features as well that can be useful in your investigation. So use them as your playstyle demands. Okay, es gibt noch andere nützliche Funktionen. Tatsächlich. Wir machen das mal. Und tatsächlich, wir konnten direkt draufspringen. Und dann werden wir hingewarbt. Ach, ist ja cool. Sehr nice. Naja, dann gehen wir mal in das zweite Gebiet. Oh, da scheint schon wieder eine verschlossene Tür zu sein. Ich gehe mal direkt nach vorne. Können wir nicht schon open? Ja, hier ist nochmal eine kleine Durchhöhlung. Okay, aber es scheint schon wieder nur von der anderen Seite aus reinzugehen. Okay, hier geht es nicht lang. Es sah erst so aus, als ob es hier lang geht. Na egal, man kann nicht alles haben. So, hier war der Gang nach unten. Okay. So, hier ist auch nichts, hier ist auch nichts, hier ist auch nichts. Okay, nee, dann scheinen wir tatsächlich auch durch die Tür zu müssen. Da führt also kein Weg dran vorbei. Sie ist nicht... Oh, da hinten ist ein Monster. Oh, ein Raptor. Oh, sieht aus wie ein Raptor. Und Flavio sagt auch schon. Is there something here? Oh, den kenne ich nicht. Der sieht gefährlich aus. Hat der Kiemen? Ist das ein Wasservieh? You look around in reaction to Flavius' command and discover a carnivorous beast eyeing you from further inside the room. Wir erblicken also irgendeinen, ja, Carnivorosaurus, nennen wir ihn mal so. I'm not liking what I'm sensing. Und Bertrand sagt, that looks bad. Why don't we wrap up the exploration and call it a day? Ja. What should we do? Er mag die Situation auf jeden Fall schon mal nicht und Chloe sagt auch, was sollten wir machen? Was wäre, wenn wir morgen nochmal herkommen? Ach, ist das wirklich dann tagesabhängig? Das heißt, treten die nur nachts auf und wir müssen hier nochmal einen Tag abwarten? Meinen die das? Isn't it obvious? We sleep at the inn and wait until it disappears. Ach, tatsächlich, Quatsch, oder? Oh my, Sir Bertrand. Our lodging bill would quickly grow. Unmanageable if we did such a thing. Und die macht sich Sorgen um die Rechnung? Das ist eine Prinzessin. Gerade die hat auch auf dem Kohle. Als ob es daran scheitern sollte. Ja, we can do it if we camp out. Ja, ich würde auch sagen, das ist doch kein Problem, ey. Right.
Yeah, Wyatt, if we don't figure out a way around it now, we'll never catch up to the guard. My. Und Flavius sagt auch, ja, wenn wir das Vieh aber nicht irgendwie umgehen, dann werden wir es nie schaffen, zur Wache zu kommen. Aber ganz ehrlich, die Wache muss ja auch irgendwie an diesem Vieh vorbeigekommen sein. Und wir machen dann einen Reis aus? Passt doch nicht zusammen, oder? Oh dear, you're quite right. Well then, let us remain here until we found a way to proceed. Na, kommt der jetzt auf uns zu? Oh, tatsächlich. Oh, der ist rot. Rot heißt, der hat unsere Witterung aufgenommen. Ja, Mistkerl. Ne, dann müssen wir abhauen. Dann müssen wir abhauen. Jetzt können wir hier natürlich ein bisschen rumlatschen, aber ganz ehrlich. Na, können wir nicht machen. Ne, dann müssen wir zurück. Dann müssen wir direkt zurück. Das müssen wir austesten. Wir schlafen mal bis zum Morgengrauen. Ja, machen wir auch. Wir gehen ins Inn und schlafen bis zum Morgen. Es kostet nur 30 Geldeinheiten. Immer noch günstiger als ein Glas Kaffee. Oh, was ist nur los? Okay, er gehört zu Voice. Ist das wieder die kleine Ariana? Dizzy. Were you dozing? Do you even listen to what I say? Ja, haben wir jetzt geschlafen oder sowas? Vor uns hingeschnarcht? Sorry, I wasn't. Nein, natürlich nicht. Ich penne ja doch nicht. I thought not. Ja, hat sie natürlich auch gedacht. But this is important, so please take care to listen this time. Okay, diesmal sollen wir aufpassen. Das ist eine wichtige Info, die sie uns geben möchte. You see, at home, I'm called the daughter of the mark. Ja, zu Hause wird sie genannt, die Tochter des Zeichens. My great-grandma lives with us and she keeps telling me that I have an important role. Okay, und ihre Großmutter sagt ihr doch sehr häufig, dass sie eine sehr wichtige Rolle einnehmen wird. I never was allowed to play with anyone my age. I had no friends. Und wieso ist sie denn hier? Wieso kann die mit uns sprechen? Weil sie hat irgendwie nie Freunde gehabt. Sie darf mit nie irgendwelchen anderen Kindern spielen von ihrer Altersgruppe. Also sind wir älter? Anscheinend schon. Which is why I'm so happy to have come to the Midgard Library to study. Ach, okay. Die wurde jetzt hierher geschickt, um zu studieren. Und da hat sie wahrscheinlich uns hier eben auch kennengelernt. Aber warum zum Teufel sind wir denn Kinder? Also als Waisenkinder, warum sind wir zum Teufel auch in so einer Bücherei? Verstehe ich nicht. Und wieso haben wir dann die Schwertkunst erlernt in einer Bücherei? Ist das nicht seltsam? Irgendwie schon. You're my first friend and only friend. Ach ja, da ist so viel dran, Ariana. So, Tizzy, if ever there is a time that I'm in trouble, will you come and aid me? Ja, werden wir sie unterstützen und ihr helfen, wenn sie mal in Schwierigkeiten steckt? Natürlich, of course. Thank you, it's a promise. Weil, nur, also ein Versprechen war es jetzt nicht. Das war einfach nur mal so eine Zustimmung. Ach Mensch, und schon haben wir uns verpflichtet. Ist ja wie bei Dragon Ball damals. Ja, und später, da musst du mich heiraten. Kennt ihr das noch? Ja, wo sich auch jeder fragt, wie kann der stärkste Mann im Universum eine normale Frau haben? Die nur aufgrund eines Versprechens. Sehr gut. Und Ariana sagt weiter. And of course, if anything happens to you, I come to your rescue as well. Ach na klar, und wenn wir mal in Schwierigkeiten stecken, dann wird sie uns natürlich auch helfen und unterstützen. Ach, ist das nicht lieb von ihr? Ich hoffe, das ist nicht einfach nur so dahergesagt, liebe Ariana. Ja, Menschen sagen viel. In einer unbekümmerten Situation. The weather is lovely. Let us visit the waterfall on the far end of the woods. Flavius waiting for us. Ja, und das Wetter ist so schön. Wir sollen uns mal rausgehen zum Wasserfall. Ganz, ganz weit am Ende der Wälder. Und da wartet schon Flavio auf uns. Ja. Aber schon faszinierend, dass wir uns eigentlich gar nicht an die erinnern konnten, oder? Schon komisch. Another dream. It felt so familiar. Schon wieder ein anderer Traum. Es hat sich so familiär angefühlt. Alright, na, be careful. Passiert das jetzt immer, wenn wir schlafen? Oder wenn wir nur schlafen, wenn wir hier schon irgendwie im Storyverlauf ein bisschen weiter sind? Are we going? Ja. I shall be at your side. Wir gehen auf jeden Fall mal weiter. Aber es zieht ja schon wieder in die Länge. Ich dachte, wir können jetzt heute hier viel, viel mehr erkunden. Aber können wir ja gar nicht. Naja, wir machen mal hier Floor Jump. Dafür haben wir ihn ja. Das ist echt cool, dass wir jetzt nicht mehr langlaufen müssen. Oh, da haben wir einen Taking Point. Den werde ich nachher gleich mal abgrasen. Mache ich aber zum Schluss erst. So, mal gucken, ob der Saurier schon weg ist. Nee, der ist immer noch da. Dann haben wir irgendwie gerade was falsch verstanden. Oh je.
Naja, ich könnte zur Tür haschen. Das wäre noch eine Idee. Und da ist er auch komplett weg. Ich gehe nochmal rein. Not good. Okay, so haben wir ihn ausgetrickst. Alles klar, wir müssen einfach nur schnell von Tür zu Tür. Interessant. Das ist wirklich interessant. Okay, just when you thought you had passed through the room with the monster, you notice another dreadful presence. Ach, hier ist auch noch ein anderes Vieh oder zumindest eine bösartige Präsenz. Ach, tatsächlich. It's the same type of monster as the last. Every bit as fierce and every bit as ready to prey upon you. Ja, der ist halt auch noch gefährlicher als der schon zuvor und er wird uns auch gleich aufschlitzen mit seinen Klauen. It would appear that many of these monsters dwell on this floor. Okay, hier scheinen mehrere von diesen Viechern zu sein, unabhängig von der Tageszeit. Once more, you must devise a way around this serious street. Okay, wir haben jetzt hier ja eine sehr ernste Angelegenheit vor uns und auch hier müssen wir überlegen, wie wir am besten davon kommen. You take care to look around the room for any promising avenues. Ja, also schauen wir uns erstmal rum. Ja, da geht's erstmal lang. So, halt, stopp. So. Dann scheint es drei Gänge zu sein. Und dann ist auch hier wieder eine Tür. So sieht es so aus, oder? Ja, ich denke, das macht Sinn. Ja, ja, noch müssen wir ausweichen. Aber irgendwann kommt der Tag, an dem der Döner den Menschen ersetzen wird. Nein, in dem wir einfach hier diese Viecher besiegen werden. Dann können die auf uns auch... Mein Gott, ich kann nicht mehr sprechen. Ah, Fischer, Fritze, Frische, frische Fische. Nein, es kommt irgendwann der Tag, an dem wir eben so stark sind, dass die nicht uns auflauern, sondern wir ihn auflauern. Und dann holen wir uns einfach mal ein paar schöne Dinosaurier-Hautfetzen. Ja. Greenpeace würde sagen, nein, das könnt ihr nicht machen, das ist doch eine natürliche Umgebung, ihr könnt die doch nicht ausrotten. Machen wir auch nicht. Wir rotten die nicht aus. Wir holen uns nur ein paar kleine Sachen und danach spawnen die ja sowieso wieder. Also krepieren die ja nicht. So, da könnte jetzt Y sein. Ich bin gespannt. Wir haben einen Mining Point. Haben wir überhaupt wieder ein paar Skillpunkte bekommen? Hatten wir doch, oder? Hat Flavius schon wieder ein paar Punkte bekommen? Wir gucken mal unter Custom. Flavio, der hat... Ja, der hat einen Punkt. Nimm wir auch gleich mal. Ja. Found something. Found something. Amazonit. Das ist gut. Das brauchen wir für die neue starke Waffe für unseren Fafnir-Knight. Aragonit. Sugarbeet. Oh, nice. Wait. Da haben wir's. Oh, ich hab weggedrückt. Nein. No, setze Beta Vulgaris. Beta Vulgaris, okay. Did I air? Is it like a better fish? Mhm. Beta Vulgaris is a Beta Vulgaris. Das ist kein Fisch, das ist einfach nur Vulgaris. Oh, come on, Chloe. You're not helping. Got a sec? It's like a Daikon Reddish. But not. When you boil this one, it turns into sugar. Okay. Also meint er, das ist irgendwie so eine Art Radieschen, aber wenn wir das irgendwie boilen, was heißt denn das, aufkochen oder so, erhitzen, war es nicht boilen, dann wird daraus Zucker. Wir müssen einfach nur umändern. You got that right. Okay. Say, isn't this a sugar beet the kid at the coffee wanted? I see. Ah, I see it clearly now. Well then, we have the why already, so let us take this back to Dame Regina. There's no more. Ja, und wisst ihr was? Ich denke, das machen wir auch. War es jetzt überhaupt hier so ein Taking-Spot? Nee, es ist ein Mining-Spot gewesen. Interessant. So, dann gucken wir mal, was hier noch so alles auf uns lauert. Okay. Hier ist auch wieder ein Durchgang. Und wir können hier die Abkürzung nehmen. Das ist gut. Aber trotzdem, wir werden hier die Monster, die auf uns noch lauern, in diesem Gebiet angehen und besiegen. Oh, diese Schmetterlinge, die sind mies. Die müssen wir zuerst wegklatschen. Ja, wir machen Sonic Raid. Attack Order. Front Guard, wie immer. Und da wir sowieso gleich wieder ins Innen gehen, um uns aufzuheilen, können wir hier ruhig alles raufklatschen, was geht. Looks like I'm up. Allow me to assist you. Okay, die 9 Punkte haben es jetzt gemacht. Alles klar. Aber so wirklich saustark sind die auch nicht. Oh, Still Venomfly.
Haben auch gleich wieder ein paar neue Zutaten bekommen. Ist auch okay. So. Ja. Ja, die Karte, die muss natürlich ordnungsgemäß hier eingetragen sein. Wir switchen auch mal durch. Und ist es eine Sackgasse? Nee. Oder zumindest eine Einbahnstraße ist es auch nicht. So, das habe ich aber leider. Ich wollte den Pfeil hier wegklatschen in die Tonne. So. Ja, wir gehen zurück. Ich grase nochmal die Taking Points ab und dann sehen wir uns, wenn wir in der Stadt zurück sind. Bis gleich. Also ist schon witzig, immer wenn ich mir vornehme, einfach kurz was abzugrasen, stirbt meine Ariana. Auch in dieser Runde hat es dieser dicke, olle Mistwurm geschafft, die Ariana auszuknipsen und das mit nur einer einzigen Attacke. Es ist völlig faszinierend. Völlig faszinierend. Ich meine, ich bin ja froh, dass es während der Aufnahme nicht passiert. Hier, Kaffee Lagar. Dann gehen wir doch direkt mal rein und developen ein bisschen Kaffee. The fruits of my effort. Oh. Hey, Regina, we've acquired all the ingredients you asked for. Ariana, du bist doch aber eigentlich K.O. Du musst ja erstmal ins Innen, um dich auszukurieren. Wie kannst du denn jetzt schon wieder hier stehen? Irgendwie unlogisch. You give Regina the ingredients. Wir übergeben die Zutaten. Sie sagt danke. Yeah, looks like what I asked for. Why in sugar beets? With this? I can twice that recipe. Alright, I'll give it everything I have. Okay, und nun versucht sie eben, den Kaffee zu machen. Wir warten mal ab, was passiert. Is there any way that we can help you with the process? Sie fragt, ob wir irgendwie unterstützen können. It sounds like a quite an interesting recipe. I would like to be of some assistance, even if it is in the most minor capacity. Ja, sie würde schon gerne irgendwie unterstützen. Und Regina sagt, assistance? You? A princess? Nein, sie fragt sich aber schon, warum willst du ihn unterstützen? I'd like to try. Is it okay? Thanks. Klar, wir würden auch, klar, wir würden gern versuchen. Don't see why not, I guess. Sure, I'll take you up on that offer. Let's get started. Ja, immerhin hat sie ja auch gesagt, dass wir das machen sollen. Also darum sagt sie, es gibt keinen Grund, da Nein zu sagen. Well then, let's see if you can give me a hand with a Apicius Coffee Substitute. Na klar, warum denn nicht? Please select develop dishes from the menu. Machen wir auch. So jetzt, here you will learn how to develop the menu. First select Heiliger Coffee. Machen wir. After selecting Heiliger Coffee, you will then select the ingredients to develop the dish. Ja, auch das ist doch völlig logisch. In order to make Heiliger Coffee, you will need Y. And a sugar beet. Try selecting them. Na, was heißt denn hier try? Oh, I see. Was? Fünf? Develop the dishes with selected ingredients? Ja, nochmal zurück. Nee, wir gehen nochmal zurück. Wenn ich jetzt hier A drücke, steht hier 21Y. Oh, I see. Ach, Sugarbeet haben wir noch 5. Okay, verstehe. Ja, machen wir. Let's get started. Alright. Let's try making a new dish. Alright, it's ready. Oh, Success. Gibt's hier auch einen Unsuccess? Ja, nu, a sweet, easy to drink tea. Recent of Y. Walk to recover HP. Tatsächlich, das ist der Effekt. Und wie lange? Wissen wir auch, wie lange das aufrechterhält? Dieser Effekt, dass wir einfach, wenn wir laufen, unsere HP-Punkte sich regenerieren. Weil wenn das wirklich einen langen Effekt hätte, dann bräuchte ich ja gar nicht skillen bei der Ariana durch ihre spezielle Fähigkeit, weil die hat ja auch so eine Fähigkeit, dass wenn wir durchs Dungeon laufen, wir nach und nach HP-Punkte regenerieren. Aber wenn wir jetzt hier Nahrungsmittel bekommen würden, die den gleichen Effekt haben, dann wären wir doch schön blöd, unsere wertvollen Skillpunkte für sowas zu investieren. Oder? Sehe ich da irgendwas falsch? Na, mal gucken. Alright, I have met Heiliger Coffee. Ooh. Wow, that's incredible. It's coffee, but without the use of coffee beans. Oh man. Wow, the aroma is so thin. It is amazing that you were able to make this with a technique. Ja, wir sind völlig verblüfft, wie sie es geschafft hat. Es riecht tatsächlich wie Kaffee. Yeah. That's the bold process that only Apicius could come up with. Come to think of it, I have heard that Apicius cooking gave people mystical powers. Und sie sagt auch nochmal, ja, wir kriegen dadurch Kräfte. It might be useful to your adventure, so why don't you have a drink before going out? Ja, you can order completed dishes before you go to prepare for your journey. Each dish has its own effect that will aid you in your quest.
so you would should make use of them. Die Frage ist, wie lange? Wie lange bleibt der Effekt? In order to utilize this, select prepare from the restaurant menu. Also, when you first successfully develop a new dish, its effect will automatically occur. Okay, wenn wir das erste Mal irgendwas herstellen, haben wir diesen Effekt sofort beim nächsten Dungeon-Durchlauf. Netter Bonus, finde ich gut. Die Frage ist, können wir auch zwei haben auf einmal? Weil bei Etrian Mystery Dungeon ging es ja nur eine Mahlzeit pro Durchlauf. Pro Charakter. Do you know any more recipes? I want to make more food. Sure. Yeah, sure. Yeah, currently the recipes are known. Could you help me develop the menu? If you just bring me the ingredients, I'll take it from here. Yeah. You now recover some HP after taking a certain number of steps in the level. Okay, a certain number. Ja, da wissen wir aber auch nicht, wie viel Fußschritte wir laufen müssen, um HP zu regenerieren. Und wie viel wissen wir auch nicht. Da ist eine Medaille dran. Und hier haben wir noch vier neue. Recover HP each turn. Max TP nach oben. Ist auch nice. Cook an entire retracted shell and top with a sour fruit sauce. Ach, cool. Na, das ist ja schon ein bisschen nett. Das macht schon Spaß, ein bisschen so, rum zu experimentieren. Das mache ich aber nebenbei. Okay, da haben wir jetzt hier in der Folge wieder nicht so viel Kämpferisches gesehen. Wirklich sehr schade. Wir haben ein neues Monster entdeckt, was im zweiten Gebiet auf uns gelauert hat. Irgendein Saurus. Und ich frage mich auch, wann wir es mal schaffen sollten, vielleicht die ersten Fuß zu besiegen. Ich könnte es ja schon mal probieren. Ich traue mich noch nicht ganz. Ich denke, wir müssen erstmal den ersten Endboss besiegen und dann haben wir das, ja, nötige Equip, um es mit denen aufzunehmen. Zumindest im Expertenmodus und da sind wir auch gerade. Okay, das war's für die Folge. Ich bedanke mich fürs Zugucken und morgen geht's selbstverständlich weiter. Und bis dahin, alles Gute. Tschüss.